Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen. Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen. Knospen blühen, Nächte glühen, Knospen blühen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Moment geht, aber mir tut es unheimlich gut, so oft ich es kann, hinaus in die Natur zu blicken oder auch zu gehen, soweit mir das mit meinem Heuschnupfen möglich ist. Ich erlebe es als sehr erfüllend und stärkend, dort das Wachsen, Werden, Entstehen zu sehen, zu spüren, zu hören, zu riechen. Mit all dem oder in all dem empfange ich Ermunterung. Ist mein Blick bereiter, den Tag als verheißungsvoll wahrzunehmen, am Morgen und am Abend? Verheißungsvoll, das bedeutet, ich erwarte etwas. Ich traue dem Leben, ich traue der Welt, mir, Gott zu, dass etwas Gutes kommt, dass Gutes sein wird, dass etwas Gutes auf mich wartet. Doch am Tag, egal an welchem, kommen vom Morgen bis zum Abend oder auch in der Nacht auch all die Fragen und Gedanken auf uns zu, die den verheißungsvollen Blick in Frage stellen, die uns die Realitäten vor Augen führen, die Realitäten, die nicht nur schön sind. Der Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen verheißen eben nicht nur mögliche Aufnahme von Vitamin D, sondern lassen uns auch um unsere Felder, Bäume, die kommenden Ernten sorgen. Und die Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind neben der Freude, Freunde oder Familienmitglieder wieder sehen, Arbeiten wieder aufnehmen, Hobbys, Restaurants oder Gottesdienste wieder besuchen zu können, auch verknüpft mit der sehr berechtigten Sorge, was das für die Zahlen, die Weitergabe der Krankheit, für die Entwicklung der Pandemie bedeuten könnte. Hält der Tag? Hält die Woche? Hält das Leben wirklich Gutes bereit? Ist es richtig und möglich, dem Leben, Gott, zu vertrauen, zu trauen, dass Gutes kommt, Gutes sein wird, Gutes auf uns warten wird? Losungs- und Lehrtext für den 27. Mai schauen neben der Verheißung auf das Ende, auf die Vollendung und sagen, so höre ich es heraus, ein klares Ja. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen, heißt es in Psalm 138 und Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Mich entlasten diese Worte, weil ich dreierlei aus ihnen höre und mitnehme. Die Vollendung, die Erfüllung der Verheißung liegt in Gott. Er ist groß und mächtig genug, dass ich tatsächlich darauf vertrauen kann und will, dass das Gute überwiegen, siegen wird, am Ende steht. Zweitens, es geht nicht um irgendein neutrales gutes Ende, es geht um mich, um Sie, um uns. Gott hat uns im Blick, liebend, gut im Blick. Sowohl was das Ende als auch was den Anfang betrifft. Das gute Werk, das Gute ist nicht nur außerhalb, es ist auch in uns gelegt. Nicht nur der Tag oder die Zeit hält Gutes bereit, auch wir tragen dazu bei, können, dürfen, sollen dazu beitragen. Drittens, es kann, darf, wird Tage geben, da scheint das Dunkle zu überwiegen, denn sonst bräuchte es all die mutmachenden Worte nicht. Aber Schein und Sein sind nicht das Gleiche, und auch an solchen Tagen gibt es die Zuversicht. Kann sie weitergesagt werden, aufgenommen werden. Verheißung und Vollendung kann wieder in den Blick und in den Fokus geraten. Der Herr wird's vollenden. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Amen. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen, alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen.
Knospen bringen.